Heute möchte ich dir ein Geheimnis enthüllen. Das größte Geheimnis aller Astralreisenden. Astralreisen zu lernen für Anfänger ist überhaupt nicht schwer. Es ist sogar super easy und ich zeige dir, wie du sogar in ungefähr 90 Sekunden eine Astralreise einleiten kannst. Ja. Und wenn du dich daran hältst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du es wirklich in diesem Zeitraum erleben kannst. Wirklich. Und ich habe hier gerade vor mir so einen Laborforschungszettel, also Dokumentation, wo ich experimentiere und wo ich alles niederschreibe, wann ich was gemacht habe und so weiter. Ich forsche damit, ne? Und ich habe so viele Berichte und in 10 von 10 Fällen hat es mit der Technik, die ich dir gleich vorstellen werde, geklappt. Also, du schläfst ungefähr 4,5 Stunden bis 5,5 Stunden, aber eher so 4 bis 5 und dann wirst du munter. Du stellst einfach einen Wecker, wirst dann munter, schaltest den Wecker ab, legst dich wieder hin, machst die Augen wieder zu. Und du machst dann Folgendes. Ja? Also du brauchst jetzt keine Schlafunterbrechung direkt, sondern einfach nur, du stehst nach 4,5 Stunden auf oder 5, stellst den Wecker, zack, Wecker läutet, du machst die Augen auf, schaltest den Wecker ab, legst dich hin, bewegst dich nicht mehr. Und jetzt machst du Folgendes. Du musst nicht mal zwingend den Fokus haben, in einer Astralreise zu tauchen. Ja? Einfach nur die Augen zu machen. Ja? Schließ die Augen. Versuche nichts zu denken. Versuche wieder einzuschlafen und dich dabei bewusst munter zu halten. Ja? Das ist so die neue Technik, die ich jetzt entwickelt habe. Also wirklich keine Unterbrechungen, kein Melatonin, kein Serotonin, nichts mehr, keine Spielchen. Augen zu und einfach bewusst warten. Nichts denken, einfach warten. Und du wirst merken, wie dein Bewusstsein dann wieder so macht. Ja. Und ab einem passiert Folgendes. Vibrationen, Kälte, Hitze, Wellen. Was ich oft habe, ist, wie wenn jemand mit einer Säge in dein Gehirn sägt. So zzz, zzz, hört sich das an. Also wie wenn ein Flugzeug über dir landet oder wie wenn ein Zug genau vor deiner Nase bremst. Alle möglichen Empfindungen kommen da. Das ist, weil du dann mit deinem Bewusstsein in die nächste Realität wechselst und wir sind jetzt hier in einer Frequenz, die so schwingt und die nächste Realität ist in dieser Frequenz. Und wenn du mit deinem Bewusstsein mit vollem Wachzustand drüber wechselst, dann bist du in diesem Doppelschwingungszustand und der Geist des Menschen erlebt, wandelt diese Doppelvibration eben in diese Geräusche, Töne, Hitze, Kälte, Knallen, Lichtblitze und so weiter. Ja. Also nicht schrecken, wenn du das erlebst. Stell dir mal so eine goldene Kugel vor, so ein goldenes Ei, das dich beschützt. Und mit diesem Ei sinkst du in die Tiefe und lass dich einfach fallen. Ja. Wenn du richtig krass drauf bist und das ist so die Geheimtechnik von dieser Technik ist, dass du dann die Augen zumachst und nicht zwingend warten musst, bis das passiert, sondern du stellst dir einfach diese rote Tür, diesen Anker von Gate 5 vor, der in der Selbsthypnose ja verankert wurde. Und machst die Tür auf und gehst durch die Tür und dann macht und dein Bewusstsein sieht dann im EEG so aus, es dauert 4 bis 7 Sekunden, wenn du einen Anker trainiert hast, ja, du bist dann offline und dein Unterbewusstsein schickt dich augenblicklich in diesen Zustand hinein, ja, du wirst dann die Vibrationen spüren und wenn diese vorbei sind, kommt die nächste Phase. Das ist so die, wie soll man es am besten nennen, Bilder tauchen auf, so ganz kurz, so pff, Bilder, zack, Bilder. Manchmal kann es auch passieren, dass du in einer Sequenz drin bist, in einem Film bist, ja. Das kann passieren, du kannst luzid werden in diesem Zustand. Also die meisten Erfahrungen, die ich hier in meinem Labor gemacht habe, sind so, dass man in der ersten Phase, wenn man diesen Weg gewählt, um solche Erfahrungen einzuleiten, dass man oft gleich mal luzid wird. Ja, dass du einfach in einem luziden Traum bist, in einem luziden Zustand. Da mache ich ein eigenes Video, wo ich einfach ein bisschen beschreibe, was man dort dann erleben kann. Und erst nach diesem Zustand kannst du dann in die außerkörperlichen Erfahrungen eintauchen. Du musst dir einfach so bewusst werden, dass das, was du dort erlebst,
Vor allem für Anfänger kann es passieren, dass du zum Beispiel jetzt irgendwo bist und du fliegst einfach in eine Richtung. Ja? Du fliegst durch den Keller, du fliegst in den Himmel, du bist einfach mal auf einer Straße und fährst mit dem Auto komplett und du bist voll bewusst, weil du gerade mit vollem Bewusstsein durch diese Paralyse gegangen bist. Und du bist irgendwo und du weißt, okay, ich bin da und lass dich einfach fühlen. Du hast auch keine Kontrolle auf dem Anfang. Du kannst nichts steuern, nichts lenken. Du, wie ein Zug, der dich irgendwo hinträgt. Ja. Das ist ganz normal. Das sind einfach Bewusstseinsfelder, in die du gerade getaucht bist, sagen wir es mal so. Und dann fokussiere dich, wenn das vorbei ist, wenn du Bewusstheit aufgebaut hast, Klarheit aufgebaut hast. Die meinen Astralreisekurs kennen, wissen, wie das alles funktioniert. Klarheit, Fokus aufbauen, Bewusstheit aufbauen, integrieren und dann dir vorstellen, dass du jetzt wieder über deinem Körper, wo du liegst, schwebst. Und dann wirst du auf einmal auf der Decke sein und dann wirst du im außerkörperlichen Zustand sein. Oder falls du in einem luziden Traum bist, einfach Hände ausstrecken, nach hinten fallen lassen. Und durch dieses Fallgefühl wechselst du in einen außerkörperlichen Zustand. Du kannst dir auch vorstellen, dass du von einem Hochhaus runterspringst oder bei einem Aufzug, dass der Aufzug runterfällt, solche Dinge. Alles Fallgefühle auslöst. Mit der Vorstellung, dass du jetzt in einen außerkörperlichen Zustand kommst und direkt bei deinem Bett aufwachst, wird dich dann dorthin schmeißen. Ja, und dann viel Spaß in der Astralreise. Ja, was noch passieren kann, was mir sehr, sehr oft passiert, wenn ich das in so einem Blitzverfahren mache, das passiert mir aber meistens nicht, wenn ich es in der Nacht mache, sondern direkt beim Einschlafen. Ich habe ja auch gelernt, Augen zu, durch diese Tür zu gehen und in diesen Koma-Zustand einzutauchen und dann sich bewusst einfach nach unten fallen lassen, dass ich dann in diesen Raum komme. Das ist so ein Raum, wenn man es die ersten paar Male erlebt, vor allem das erste Mal, wird man ein bisschen Panik bekommen, ja, weil du bist in einem Raum und in diesem Raum ist alles so braun, orange, wie so ein Gewebe, wie wenn du in einer Gebärmutter bist, ja, und das pumpert und du hast keinen Körper, du bist nur Bewusstsein. Das ist so ein Zwischenraum zwischen physischer Realität und zwischen luzide Träume und zwischen Astralreisen. Ich weiß nicht, ob es die Plasmadimension ist. Es ist auf jeden Fall so ein Raum, wo nichts ist, wo nur dieses braun-orange ist, bisschen veränderte Farben und du bist nur dort und du weißt nicht, wie du da rauskommst. Ja? Da kann man ein bisschen Panik bekommen, muss ich offen zugeben. Hatte ich das erste Mal, aber ich habe gelernt durch ein paar Techniken. Eine Technik ist zum Beispiel, dass du einfach Gott um Hilfe bittest, ja? Oder die höchste Quelle oder Jesus oder wen auch immer, der soll dir helfen, da rauszugehen aus diesem Zustand oder dein Geistführer, dein höheres Selbst oder in G6 lernst du, wie du immer mit dem höheren Selbst in Verbindung stehst und der führt dich dann direkt dort raus oder gar nicht mehr dort rein. Aber es ist nicht so schlimm, wenn du in diesem Raum bist. Das Witzige an diesem Raum ist, mittlerweile bin ich ja sehr oft in diesem Raum, weil ich einfach, wenn du es trainiert hast, Augen zu, rote Tür, zack, fallen lassen, dann trittst du eh automatisch in diese Ebene rein oder direkt halt in einen luziden Zustand. Dann weißt du, wenn du in diesem Raum bist, dass du dich auch in diesen Raum einfach wegprojizieren kannst und dir vorstellen kannst, dass du jetzt zum Beispiel schwebst über deinen schlafenden physischen Körper, dann wärst du gleich außerkörperlich. Falls es bei dir nicht gleich klappen sollte, liegt es das daran, dass deine Visualisierungsfähigkeit nicht ausgeprägt ist. Das heißt, deine Vorstellung ist so schwach, dass das Überbewusstsein oder das Bewusstsein selbst es versteht und dich dorthin bringt. Ja. Das ist auch genau der Grund, warum ich das Gate-Programm so gebaut habe, wie ich es gebaut habe, warum Gate 2 an zweiter Stelle ist, dass du da einfach trainierst, wie du deine Visualisierung auf ein neues Level hebst. Und übrigens für alle, die Gate 2 schon haben, es kommt bald eine neue Version raus von Gate 2, wo ich neue Techniken eingebaut habe, die ungefähr 10-mal stärker sind, die dir 10-mal besser Visualisierungsfähigkeiten trainieren. Das wird bald kommen, da arbeite ich jetzt schon dran und das wollte ich dir auf jeden Fall mal auch noch gesagt haben. Yo, das ist der ganze Trick am Astralreisen. Es geht eigentlich ganz simpel, du brauchst keine Techniken und ich garantiere dir, wenn du es heute Nacht probierst, du wirst eine Erfolgsquote von mindestens 8 bis 9 von 10 Fällen haben, wenn du es so machst, genauso wie ich es dir jetzt erklärt habe. Ja?
da kann nichts schief gehen. Wirklich, es ist ganz simpel. Weil du kommst von unten rauf und dann wirst du merken, wie du auf einmal wieder zurückkommst in diese Schlafebene. Und fokussiere dich nur auf eine Sache, Bewusstheit. Du bleibst bewusst. Bleib wach, bleib wach, bleib wach, bleib wach, bleib wach, bleib wach. Und du wirst merken, wie du auf einmal in diese Vibrationen kommst und dann geht's los, die ganze Reise. That's it. Bitte, wenn dir das Video gefallen hat, bitte gib mir ein Like. Bitte schreib mir einen Kommentar, was du von dieser Technik hältst. Wie gesagt, ich habe mit dieser Technik die höchste Erfolgsquote, die mit Abstand höchste Erfolgsquote, weil sie einfach so simpel ist und Gott hat immer gesagt, mach's einfach. E ist gleich im C-Quadrat, so nach dem Motto. Ne? Also, danke fürs Zusehen. Viel Spaß beim Üben heute Nacht. Also, danke nochmal fürs Zusehen und viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Ciao.